So eine kleine Empfehlung. Sehr gut. So. Leo, was hast du denn? Ich bin sehr gespannt. Ich habe eine App namens Space Team. Bin ich da bei der richtigen gelandet? Der Einfachheit halber lese ich den Beschreibungstext vor, denn der fasst phänomenal zusammen, worum es bei dieser App, die ein Spiel ist, geht. Beschreibung, Doppelpunkt, nee, kein Doppelpunkt, aber Beschreibung. Magst du es, Knöpfe zu drücken und deine Freunde anzuschreien? Magst du es, galertartige Subsaugstopfer zu depolarisieren? Wenn die Antwort darauf ja ist oder nein, hast du vielleicht das Zeug, Teil eines Space Teams zu werden. Space Team ist ein kooperatives Partyspiel für 2 bis 4 Spieler. Inzwischen geht es bis zu 8 Spieler, glaube ich, die sich gegenseitig Technobabble zurufen, bis ihr Schiff explodiert. So, fertig. Und das fasst zusammen. Das ist exakt das, was dieses Spiel ist. Du hast, es sieht extrem lustig aus. Bekommt jeder Spieler, du kannst dich per Bluetooth oder per WLAN verknüpfen. Das funktioniert, glaube ich, sogar plattformübergreifend. Jeder Spieler bekommt in jedem Level ein neues Schaltpult. Und dann erscheinen oben unter immer schlimmer werdendem Zeitdruck, erscheinen oben Befehle. Ja. Subsaugstoffsystem stopfen, drehe Turbodüse auf 7. Und der diesen Schaltput hat auf seinem Schaltfeld, der muss diesen Befehl durchführen. Das heißt, das führt dazu, dass jeder die anderen Teilnehmer anschreit mit diesem Befehl, bis irgendjemand rechtzeitig drückt. Und in der Zeit fängt dieses Schaltpult an, sich mit irgendwelchen Glibber zu füllen, irgendwas explodiert. Dann kommen irgendwie Asteroiden, müssen alle ihre Geräte schütteln wie verrückt, nur um auszuweichen. Und es ist sehr lustig. Es erscheint mir auch ein Spiel, das mit steigendem Alkoholpegel immer lustiger wird. Man kann es verknüpfen. Es ist nicht unbedingt anzuraten, weil es erfordert massiv hohe Konzentration, volle geistige Leistung und möglichst geringen Kopfschmerz. Also insofern, lässt sich schon mischen, aber ist vielleicht gar nicht so anzuraten. Ist auf jeden Fall sehr hervorragend. Und kriegst du dann für jede Aktion irgendwie einen Punkt? Oder? Ja, sagen wir mal, jede Aktion gelöst zu haben, verhindert dann Schlimmeres. Also der Timer und alles, es ist sehr unnachvollziehbar. Viele Sachen passieren, man weiß nicht so genau, was da passiert. Da kommen Wurmlöcher und dann fängt alles an zu wabern und dann sieht man seinen Schallpult nicht mehr und manchmal erscheinen irgendwelche Alien-Zeichen statt dem, was auf dem Schaltpult steht, und es ist alles sehr kompliziert. Und auf jeden Fall musst du sehr schnell sein und sehr schnell diese Aufgaben abarbeiten, sondern wenn du es halt nicht in einem bestimmten Zeitraum schaffst oder zu oft das Falsche betätigst, dann geht halt alles den Bach runter. Also ja, große Empfehlung. Ist sowieso basismäßig, kannst du es kostenlos runterladen, was das natürlich sehr sinnvoll und einfach macht für ein Spiel dieser Art, was eben natürlich erfordert, dass auf jedem Gerät die App installiert ist. Und um alles freizuschalten, kostet 5 Euro, kostet, glaube ich, das Komplettpaket. Aber man kann relativ ordentlich es auch kostenlos ausprobieren, soweit ich das in Erinnerung habe, ohne sich da sofort an eine Grenze zu stoßen. Aber es ist sehr, sehr lustig. Enthält Teamwork, Verwirrung, Gebrüll. Ja, also sehr gut. Alles lokal, oder? Wir sprechen alles über, du musst Leute um dich herum sitzen. Ja, es geht wirklich du musst wirklich in einem Raum sitzen mit Bluetooth. Es geht nicht allzu weit. Mit dem WLAN kannst du dich vielleicht noch irgendwie über ein Haus verteilen oder so. Das Spiel funktioniert nur, wenn du in Sicht und Hörweite bist. Ja? Also. Sie haben einen Apple TV Support. Wie kannst du den da integrieren? Vor allem, wie kannst du den schütteln? Oder siehst du da so eine Übersicht, wie ihr das Team gerade versagt? Habe ich nicht ausprobiert. Das kann natürlich sein, dass sie den in irgendeiner Form clever, entweder für als Partyspiel, als Untermalung, dass andere zuschauen können, was für ein Desaster da gerade eigentlich passiert. das weiß ich ehrlich gesagt nicht, was da die Apple TV-Unterstützung ist. Muss ich passen. Das, also es sieht furchtbar aus irgendwie. Ja, ja, es sieht so aus, als wäre es ein Schrott, aber es ist es wohl nicht, weil es hört sich fantastisch an. Ich glaube auch, dass es bewusst aussieht, als wäre es furchtbarer Schrott. Es ist aber ganz fantastisch.
Ganz, also es ist eine ganz ernsthafte Empfehlung von mir. Ich glaube, ich da morgen die Kollegen mal dazu überreden, dass wir ein bisschen Space Team spielen. Ja, großer Spaß. Der hat ja auch irgendwie Sleeping Beast Games, okay. Space Team ESL Edition hier für Wettkampfspiel, oder? Nee, englischer Second Language, okay. Mit einfachem Englisch, oder wie? Um Englisch zu lernen. Ach echt? Was? Das ist ja abgefahren, was zum Teufel. Das ist ja lustig. Level 4 Nouns. Say, ja, wenn du mal darüber scrollst. Das ist ja ziemlich lustig. Scrollt nicht, oder? Say airplane, say barrel, say basket, say bat. Offensichtlich musst du also irgendwas dazu noch tun. Ey, verrückt. Wirklich. Ich meine, das Coolste ist eigentlich, das ist wieder so eine Geschichte, er wollte auf Kickstarter $7,000 haben, ja, um dieses Spiel zu machen. Aha. Und sie haben sie mit $180,000. Ja, aber das ist auch sehr fantastisch, weil das ist auch jeden Dollar wert von diesen $180,000. Ziemlich lustig. Schön. Hatte ich noch überhaupt nirgendwo gesehen. Ja, mir war es auch neu. Und es ist großer Verlust, dass einem das neu ist, weil das ist wirklich gut. Also es hat, ich sehe auch gerade, das hat ja schon ordentlich Preise bei den ganzen Indie-Game Awards eingesammelt. Es ist völlig an mir vorbeigelaufen, aus irgendeinem Grund. Es erstaunt mich. Oder ich habe es einfach ignoriert. Ich habe irgendwie Space Team gelesen und so gedacht, ja gut, es ist halt irgendein Indie-Game, kann ich mal irgendwann anschauen, aber war jetzt nicht so. Ja, hat mich halt nie angesprungen. Und, das ist 3 Jahre alt hier, ja, Version 1, 2012. Ja, genau. Auch das hat 2013 als die ganzen Preise abgeräumt oder ist irgendwo in den Listen gelandet. Scrollst du bitte nochmal runter. You can now frog blast the Ventcore. Alter Schwede, der hat sich von den 180.000 Euro, der 60.000 Euro allein in Koks investiert. Das würde so viel erklären. Ja, aber es war gut. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Also es scheint mir ein Spiel zu sein, das ich mit diversen Leuten um mich herum sehr gerne spielen will. Also ich würde davon ausgehen. Ja, das klingt lustig. Sehr gut, Space Team. A-Team. Wenn man das noch irgendwie mit Danger 5 verknüpfen könnte. Ja. Oder so. Ja, könnte man so themenorientiert nochmal anlegen, ja. Sehr gut. Na gut. Basti, was hast du?